kein Autor und will keiner sein. Ich schreibe mein Herausplatzen auf. Das also bleibt übrig von mir, ohne die Lautstärke, ohne mein Gebrüll. Herzlich willkommen zu Wagner liest Wagner. Heute mit der Geschichte Manchmal wage ich mich unter Leute. Bevor es losgeht, möchte zunächst mal ich aber eine Geschichte erzählen. Und die geht so. Vor langer Zeit gab es einen Fischer. Bis zu seinem Tod tat er nichts außer zu fischen. Als er starb, konnte er nicht glauben, dass er sein Leben mit nichts anderem zugebracht hatte, als zu fischen. Der Fischer, das sind wir. Der Fischer, das bist du. Manchmal wage ich mich unter Leute. Manchmal wage ich mich unter Leute, zum Beispiel zum Einkaufen oder wenn ich wohin muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal wage ich mich unter Leute. Manchmal wage ich mich unter Leute, zum Beispiel zum Einkaufen oder wenn ich wohin muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal wage ich mich unter Leute. Manchmal kann ich den Schmerz aushalten und es ist okay. Doch dann, wie aus dem Nichts, sticht er zu. Der Schmerz. Der Schmerz. Wir sind mechanisch. Wir sind zerbrechlich. Wir sind mechanisch. Wir sind zerbrechlich. Wir sind nur Ding unter Ding. Nur Ding unter Ding. Wir warten auf die Liebe und den Krebs. Über manchmal wage ich mich unter Leute. Es ist mir kaum noch möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, ohne mein Handy zu starren. Für die Fahrt heute vom Proberaum nach Haus will ich diese Selbstversklavung überwinden und stopfe es mir in meine Innentasche. Stattdessen versuche ich, die Umgebung und die Leute um mich herum wahrzunehmen. Da ist sie also, die Wirklichkeit. Die Bahn ist spärlich gefüllt mit Leuten, die von der Arbeit kommen und ein paar Schülern und spanische Touristinnen. Die Frau, die mir schräg gegenüber sitzt, packt eine Tupperbox mit einem halb zerbröselten Pausenbrot aus. Es ist bestimmt übrig geblieben, da sie entgegen ihrer Planung doch mit den Kollegen aus dem Büro Mittagessen war. Sie ist genau richtig angezogen, nicht zu salopp und nicht zu formal, genau in der Mitte, so dass jeder erkennt, dass sie in ein Büro gehört, aber dort keine führende Position innehat. Gepflegt, aber nicht gestylt. Der säuerliche Geruch nach Gurke, Butter und Billigsalami steigt mir in die Nase und erinnert mich an meine eigene Kindheit. Und an die von meinem Sohn Luis und seine nicht aufgemampften Schulbrote, die nach 3 Tagen im Ranzen ein unvergleichliches Aroma entfalten. Alles okay. Der Geruch, die Frau und die Fahrt durchs dämmerige Berlin. Ich kann das. Ich halte das aus. Ein paar Kids zeigen sich gegenseitig TikTok-Videos von tanzenden Mädchen. Sie können ihre frühpubertäre Aufregung kaum unterdrücken. Ihr Gezappel, ihr sich gegenseitig anstupsen, wegdrehen und sich wieder hindrehen, einen schlüpfrigen Kommentar abgeben und schauen, ob sie die entsprechende Anerkennung in den Augen der anderen finden. Es füllt den Zug mit Energie. Ich stelle mir vor, ich wäre einer von ihnen und versuche mich an die Aufregung zu erinnern, als ich in ihrem Alter war. Ich erinnere mich wohlig an Nicole Echtermann, vor deren Fenster ich jeden Abend stand und ihr verliebt Gedichte vortrug. Als Beweis hatte ich ihren Namen in 6 Meter großen Buchstaben in dicker weißer Lackfarbe nachts auf die Turnhalle des Gymnasiums geschmiert. I love Nicole E. Die ganze Schule sollte Bescheid wissen. Die ganze Schule wusste Bescheid und machte sich lustig über mich. Mir war das egal.
Nur das kleine rothaarige Mädchen mit den Sommersprossen und dem rosa Teint zählt. Nur was sie denkt, zählt. Nicole, so wurde mir später klar, war die ganze Sache vermutlich peinlich. Sie fragte nie nach und zeigte danach auch kein gesteigertes Interesse an mir. Sie fuhr lieber in Lederjacke bei den älteren Dorfhalbstarken auf deren getunten 80ern rum. Wie soll man als Pimpf mit so Typen und ihren Maschinen mithalten? Mein Kunstwerk auf der Turnhalle wurde Wochen später mit Sandstrahlern weggeätzt. Meine unerwiderte Liebe hielt weit länger, erlosch aber doch irgendwann. Spätestens, als ich cool wurde und die Sex Pistols und Talking Heads für mich entdeckte. Burning Down the House. Während sie immer noch Stock Aitken Waterman hörte. Ich bin mir sicher, dass ich nie wieder so geliebt habe wie damals mit knapp 14. Nächster Halt, Sonnenallee. Die pubertierenden Jungs sind inzwischen von den ungelenkt tanzenden Insta-Mädchen auf Gebrale bezüglich ihrer Leistung bei Black Ops 2 umgeschwenkt. Das interessiert mich so gar nicht. Aber ich spüre ihre Kraft, ihren unverwüstlichen Moment. Mir gegenüber immer noch die Frau. Sie hat ihr Brot vertilgt, schließt mit übertriebener Sorgfalt ihre Box, kramt ein Zitronenbonbon aus der Jackentasche und zieht es dann mit Zähnen aus seiner Knisterpapierhülle. Sie lutscht es langsam und übertrieben genüsslich und verdreht dabei leicht ihre Augen, als bemerke sie, dass ich sie beobachte. Und als wolle sie mir zeigen, dass man sich auch an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen kann. Die Geste hat etwas Moralisches, etwas Belehrendes. Da sticht er zu. Der Schmerz. Ich sehe die Frau in ihrem tristen Büro eine Arbeit tun, die keiner braucht und für die sie keine Anerkennung bekommt. Ich sehe die Box Auspack, Einpack, Essszene in endloser Wiederholung. Ich sehe, wie sie nach Hause kommt, wo sie niemanden erwartet, wie sie ihre Post, die aus Rechnungen und Werbung besteht, öffnet und ungelesen beiseite legt. Wie sie ihr Fertigessen aufwärmt und sich mit dem Teller auf dem Schoß vor dem Fernseher setzt. Es läuft Bares für Rares. Ich sehe, wie sie für sich selbst das mögliche Kaufverhalten der Protagonisten kommentiert, wie sie danach in ihren Kuschelpyjama schlüpft, sich abschminkt, wie sie ihr Facebook checkt, ob ihr endlich mal wieder einer ihrer 128 Freunde eine Nachricht oder zumindest ein beschissenes Meme geschickt hat. Sind ja manchmal echt lustig, diese Dinger. Wie sie mit einem Seufzen ins Bett geht und insgeheim spürt, dass morgen der exakt gleiche Tag ablaufen wird. Und übermorgen und übermorgen. Wie sie jeden Gedanken an Veränderung schon vor Jahren begraben hat, unter dem Vorwand, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Wie sie eben sind. Sie spürt, dass ich sie beobachte und lächelt mich verlegen an. Wie ertappt, schauen wir beide schnell weg. Da sticht dazu der Schmerz. Über ihr Leben, über meins, das sich in Wahrheit von ihrem kaum unterscheidet. Wir sind nur Dinge unter Dingen. Jedes Ding ist zerbrechlich. Herzlich willkommen bei Wagner liest Wagner. Weil die kommende Geschichte von Inseln das Potenzial birgt, einem den Glauben an die Liebe vollends zu rauben, möchte ich 4 Verse voranstellen. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht.
Schauplatz: Praxis Dr. Franz Edlinger, Paartherapeut. Das Vorzimmer und der Warteraum sind klinisch sauber. Schlechte Kunst hängt an den Wänden. Bestimmende Farben sind gelb und beige. Die indirekte Beleuchtung will alles in ein übertrieben freundliches Licht tauchen. Auf jedem der kniehohen Glasbeistelltischchen steht eine Box mit Tempotaschentüchern, aus denen akkurat drapiert genau ein Taschentuch griffbereit herausragt. Viel unwohler kann man sich kaum fühlen. Antiseptisch. Antiseptisch beschreibt es wohl am besten. So fühle ich mich. Wie in einer modernen Zahnarztklinik, nur ohne Geruch. Wie gerne säße ich jetzt in einer solchen Zahnarztklinik in Erwartung einer zweistündigen Wurzelbehandlung im Vergleich zu dem, was mir hier bevorsteht. Warum hatte ich mich breitschlagen lassen, mit Anna diese Paartherapie zu beginnen? Oder kam der Vorschlag nicht sogar von mir? Ich bin so bescheuert. Ich halte nichts von Therapien, schon gar nichts von Paartherapien. Ich kenne kein einziges Paar, das wegen einer verfickten Paartherapie zusammengeblieben wäre. Trotzdem habe ich diesen Vorschlag und Termin gemacht und sitze jetzt hier und muss mit der verdammten Vorzimmerdame die Finanzierung dieser und der Folgestunden abstimmen. Eigentlich ist zwischen Anna und mir eh alles okay. Wir hängen vielleicht ein bisschen zu viel aufeinander rum, sind vielleicht etwas zu abhängig voneinander. Das ist nicht gut, aber nichts, was man nicht durch ein paar gezielte Aktionen oder Freizeitaktivitäten aus der Welt schaffen könnte. Eine andere Lesart unserer Beziehung wäre Desaster. Komplett eskaliertes und eskalierendes Desaster. Meine Beziehungen sind eigentlich immer so. Ganz okay und oder komplettes Desaster. Ich bin mir nie ganz sicher, welches der beiden Elemente sich durchsetzt. Wahrscheinlich sind wir deshalb hier. Ich frage mich trotzdem, inwieweit ein halbwissenschaftlicher Cretin uns helfen soll, eine solch komplexe Beziehung überhaupt zu verstehen, geschweige denn zu kitten. Das Sprechzimmer von Dr. Edlinger ist zum Glück nicht ganz so hell. Er hat eine recht angenehme Stimme mit leicht schwäbischem Akzent, durchaus vertrauenserweckend. Er fragt uns, wie es uns geht. Wir lügen beide. Ja, ganz gut. Wir erklären oder verklären jeweils, dass wir den anderen lieben, dass wir perfekt zueinander passen, nur das Beste für den anderen wollen, dass wir zusammenbleiben wollen und eigentlich alles gut ist. Wir sind von den durchwegs positiven Beschreibungen des jeweils anderen so gerührt, dass wir beide mit Tränen des Glücks kämpfen. Dr. Edlinger ist schon ganz begeistert und durchaus verwundert, warum wir überhaupt hier sind, wo wir uns so reflektiert wahrnehmen und ein solch tolles und liebevolles Bewusstsein füreinander haben. Als Anna etwas später weiter ausholt, um über die Dinge zu sprechen, die sie an mir stören, wendet sich das Blatt. Sie legt los und hört nicht mehr auf. Meine Apathie, mein Lebensüberdruss, meine Beziehungsunfähigkeit und Lebensunfähigkeit minutiös auszuarbeiten. Ich möchte ihr den Hals rumdrehen. Ich lasse sie nicht zu Wort kommen. Immer wieder unterbreche ich ihre detailversessenen Ausführungen. Die Ausführung meiner Unzulänglichkeiten. Nachdem mich der verfickte Dr. Edlinger mehrfach ermahnt, meine noch verficktere Partnerin ausreden zu lassen, verdrehe ich die Augen und wende mich ab. Was die für Scheiß redet, halte ich nicht aus. Die hat keine Ahnung, wer ich bin und was gut für mich ist. Die hat keine Ahnung, wer sie überhaupt selber ist.
Sie spricht mittlerweile nur noch mit diesem Quacksalber, als wäre ich nicht im Raum. Der Quacksalber wiederum nickt verständnisvoll. Wenn er noch einmal seine Scheißbeine übereinander schlägt und dabei so tut, als würde er zuhören, trete ich ihn von seinem blöden Designersessel. Ihr zehnminütiges, ach so zerbrechliches Geschwafel über all meine Unzulänglichkeiten dient ausschließlich dazu, mir eine reinzuwürgen. Als hätte sie 5 Jahre auf diesen Moment gewartet. Was für eine Show. Das Ganze ist kein Versuch, unsere Beziehung zu retten. Es ist eine Abrechnung. Und Dr. Edlinger ist ihre Bühne, ihr griechischer Chor, der alle ihre Ungereimtheiten verstärkt. Dann bin ich endlich an der Reihe. Ich werde eiskalt. Es folgt ein sprachlich und intellektuell absolut überlegen geführter Monolog. Darüber, wie es wirklich aussieht in Anna, in mir und uns. Meine Stimme verrät nicht die geringste Emotion. Als hätte ich mich der Lichtsituation im Vorzimmer angepasst. Es ist ein strategisch kalt geführter Schlag. Eine Schlacht. Der Therapeut hat aufgehört zu nicken und starrt ins Nichts. Anna weint jetzt andere Tränen. Ihr Tisch ist wenig später übersät mit gebrauchten Taschentüchern. Zwischendurch stelle ich ihr suggestive Fragen, die sie nur mit einem resignierten Blick zum Boden unfreiwillig bejaht. Ich habe gewonnen. Gegen sie, gegen den Quacksalber, sein geheucheltes Einfühlungsvermögen und gegen die ganze Welt. Als ich fertig bin, schaut uns der ehrenwerte Dr. Edlinger kurz an, bedankt sich für unsere Offenheit und sagt: Manchmal ist es einfach besser, sich zu trennen. Von Inseln. Inseln. Wir sind Inseln. Auf uns Leere, um uns Öde, nur Leben, das sich verkriecht. Inseln, wir sind Inseln. Inseln, wir sind Inseln. Hört die Sirenen, wir sind ein Versprechen. Wir sind ein Versprechen, das nie hält. Inseln, wir sind Inseln. Wir kennen kein Leid, wir kennen keine Zeit. Wir sind, 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 sind. In Jahrmillionen, unter Kräften, die wir nicht sehen, unter Mächten, die wir nicht verstehen, bewegen wir uns auf uns zu. Langsam, ganz langsam. Inseln, wir sind Inseln, wir verschmelzen, wir werden eins. Inseln, wir sind Inseln. Inseln. Wir sind nutzlos, wir sind schutzlos, den Wellen ausgeliefert. Inseln. Wir sind Inseln. Wir ertrinken, wir verschwinden. Wir werden eins. Danke. Herzlich willkommen zu Wagner liest Wagner und der Geschichte Snooze. Bevor es losgeht, aber noch ein kleiner Ratschlag. Träume nicht dein Leben, sondern schlaf doch einfach ein.
Danke. Snooze. Snooze. Ich muss mich ausruhen. Ich muss nichts tun. Ich muss mich ausruhen vom Nichtstun. Ich schlaf mich aus. Ich stehe nicht auf. Ich lasse dem Irrsinn seinen Lauf. Snooze. Snooze. Ich stehe nicht auf. Ich lasse dem Irrsinn seinen Lauf. Klebrige, unklare Welt. Nichts, was sie zusammenhält. Snooze. Snooze. Das ist jetzt eine Geschichte über Snooze. Mein Lieblingsschauspieler Matthew McConaughey ist Meeresbiologe und unternimmt eine Weltreise, um die Öffentlichkeit für die fortschreitende Zerstörung der Ozeane zu sensibilisieren. Ich soll ihn als freie Redakteurin fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen zusammen mit einem kleinen Kamerateam rund um den Globus begleiten. Nach einigen recht unspektakulären Stationen in Europa erreichen wir Grönland. Während mein Team im Minivan hinter uns herzockelt, wird mir die Ehre zuteil, Matthew McConaughey in seinem weinroten Lamborghini, mit dem er den ganzen Trip bestreitet, als Beifahrerin zu begleiten. Dass er diese Umweltaktion in einem weinroten Lamborghini macht, wundert keinen. Wir lernen uns so langsam besser kennen. Matthew erweist sich als längst nicht so cool wie in seinen Filmen. Irgendwie ist mir das aber egal. Ich finde ihn und sein Auto trotzdem toll. In Grönland merkt er, dass die grönländischen Straßen und Witterung überhaupt nicht beschaffen sind für einen italienischen Boliden. Außerdem gibt es hier in Grönland überhaupt keine Girls. Also nichts wie weg hier. Schnitt. Wir sind jetzt in Island. Hier sind die Straßen und das Wetter besser. Was das alles mit Meeresbiologie zu tun haben soll, verschließt sich mir, spielt aber keine Rolle. Island ist voll von schönen jungen Frauen. Wieder und wieder versucht Matthew McConaughey, bei einer der Schönheiten zu landen. Er geht davon aus, dass sein Status als Filmstar genügt, was klar zu machen. Doch die Frauen oder besser Mädchen interessieren sich kein Stück für einen alten Sack wie ihn. Mir ist es unangenehm, mit ansehen zu müssen, wie er sich mal um mal eine Abfuhr abholt und sich blamiert. Irgendwann platzt mir der Kragen. Ich erkläre ihm, er solle sich nicht mit so jungen Mädchen abgeben, sondern es bei einer echten Frau wie mir probieren. In diesem Moment durchströmt es Matthew, als wäre er erweckt. Schnitt. Wir sind weg aus Island. Ein teures Hotelzimmer. Die Sonne scheint durchs Fenster. Ich bin jetzt die Freundin von Matthew McConaughey. Die Atmosphäre ist eher vertraut als sexualisiert. Wir leben zusammen. Es fühlt sich großartig an. Mein Wecker klingelt. Ich richte mich seitlich auf und suche das verdammte Handy. Ich drücke auf die Snooze-Taste, sinke zurück ins Kissen und schlafe binnen Sekunden wieder ein. Ah, da ist er wieder, der Matthew. Ich bin jetzt Frau McConaughey. Herzlich willkommen bei Wagner liest Wagner. Wissenschaftler haben es ausgerechnet. 2 Wochen im Leben vermag es der Mensch glücklich zu sein. All das Leid, die Wut, der Wahn für 2 Wochen Glück. Die folgende Geschichte, 3.35 Uhr, liefert uns eine Erklärung dafür, warum wir trotzdem noch nicht an der Decke hängen. Drei Uhr fünfunddreißig.
3.35 Uhr. Ich atme ein und zähle bis 3. 3.35 Uhr. Ich liege auf dem Rücken. 3.35 Uhr. Ich atme aus und zähle bis 3. 3.35 Uhr. Ich starre in die Dunkelheit. 3.35 Uhr. Kalter Schweiß. Kein Morgen dämmert. Die Stille. Die Stille. 3.35 Uhr. Kalter Schweiß. Kein Morgen dämmert. Gedanken kreisen sich im Kreis. Es ist 3.35 Uhr. Du liegst neben mir, bist wirklich und liebst. Ich fange an zu glauben, dass es für mich morgen gibt. 6.35 Uhr. Der Nacht getrotzt. Dein Schlaf rettet mich. Der Tag erwacht. Meine Hand auf deinem Rücken. Meine Hand auf deinem Rücken. Ich liebe dich. 6.35 Uhr. Der Nacht getrotzt. Dein Schlaf rettet mich. Der Tag erwacht. Meine Hand auf deinem Rücken. Ich liebe dich. Zu 3.35 Uhr. Um es vorwegzunehmen, ich darf beides. Lieben und darüber schreiben. Früher verbrachte ich die Nächte draußen, auf der Straße, in Bars, Clubs. Dabei habe ich eher meine Ruhelosigkeit betäubt, als die Liebe gesucht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich sie nie gesucht. Ich vermute, wenn alle von der Liebe sprechen, wird es sie wohl nicht geben. Wenn ich zum Beispiel in vergangenen Beziehungen von Liebe gesprochen habe, ging es um eine Art beiderseitiger Vergewisserung der Ernsthaftigkeit, Stabilität und Langfristigkeit der Verbindung. Ähnlich einem Ehevertrag, nur seriöser und intimer. Deshalb erwartet man auch immer, dass der oder die andere mit "Ich lieb dich auch" antwortet. Ein Pakt. Liebe schien nie wie ein überbordendes Gefühl durch mich durchzuströmen. Später wollten einem die Frauenzeitschriften dieser Welt weismachen, dass man an der Liebe arbeiten müsse. Als sich dieser Slogan dann ins kollektive Bewusstsein bohrte und bei der kleinsten Unstimmigkeit oder Krise schlaubi-mäßig herbeizitiert wurde, war mir klar, dass es so etwas wie Liebe nicht geben konnte. Heute verbringe ich die Nächte drin, in meinem Bett, in meinem Kopf. Meine Ruhelosigkeit betäube ich mit autogenem Training. Einatmen, 1, 2, 3. Halten, 1, 2, 3. Ausatmen, 1, 2, 3. Oder mit How I Met Your Mother. Beides funktioniert mäßig. Gedanken kreisen sich im Kreis. Man könnte meinen, wenn man einen Gedanken zu Ende gedacht hat, hätte es sich damit und der Gedanke verschwende. Stattdessen denkt er sich einfach nochmal von vorne. Manchmal addiert sich eine Kleinigkeit dazu oder der Gedanke vergisst etwas, genau so viel, um meine Aufmerksamkeit zu binden. Schier endlos. Mit Ängsten verhält es sich ähnlich. Man könnte meinen, wenn man seine Ängste und sonstigen Gefühlswallungen dechiffriert hat, würden sie sich in nichts auflösen. Mitnichten. Auch sie scheinen vor allem nachts sauber sortiert oder in einem wüsten Haufen gestapelt wieder und wieder über mich hereinzubrechen. Ich bin so müde und ich kann nicht schlafen. Aus der "Ich liege auf dem Rücken und starre in die Dunkelheit" Position, unglaublich, wie viel man im Dunkeln sehen kann, drehe ich mich zur Seite. Du liegst neben mir. Du atmest ruhig, nahezu tonlos und gleichmäßig. Vor ein paar Stunden hattest du, wie fast jede Nacht, deinen Kopf seitlich auf meinen Brustkorb gelegt und das stumpfe Pochen meines Herzens als Beruhigungsmetronom und Einschlafhilfe verwendet.
Nach nicht einmal 2 Minuten schläfst du fest. Du strahlst eine solche Friedlichkeit und Vertrauensseligkeit aus, dass ich es erst wage, dich vorsichtig zur Seite zu schieben, wenn die Schmerzen in meinem unter deinem Kopf liegenden Arm und Schulter unerträglich erscheinen. Ich beneide dich um deinen Schlaf. Dein zierlicher Körper, wohlig und warm, die Decke zwischen die Beine geklemmt, nichts kann dir geschehen. Behutsam lege ich meine Hand auf deinen Rücken. Sie sieht unverhältnismäßig groß aus, seltsam klobig und fremd, als wäre sie von einer anderen Spezies. Doch sie darf da sein. Sie soll da sein. Sie ist genau richtig da. Ich spüre, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt. Ein überbordendes Gefühl durchströmt mich, unbemerkt, unbeantwortet. Ich bin glücklich. Das muss sie sein, die Liebe. Danke. Meine Hand auf deinem Rücken. Ich liebe dich. Herzlich willkommen zu Wagner liest Wagner. Was die Deutschen betrifft, so bedürfen sie weder der Freiheit noch der Gleichheit. Sie sind ein spekulatives Volk. Ideologen, Vor- und Nachdenker, Träumer, die nur in der Vergangenheit und in der Zukunft leben und keine Gegenwart haben. Heinrich Heine vor 193 Jahren in den englischen Fragmenten. Und nun Patrick Wagner mit Deutsch. Bei Geburt ein Arschloch. Bescheiden und redlich. Bei Geburt ein Arschloch. Misstraue mir, dir und allen. Denk dir deinen Teil. Denk dir deinen Teil, du Seelenloser, du Kleinkarierter, du Untertan. Deutsch. Ich sehe die Angst in deinen Augen, du fieser Mob. Du lässt sie absaufen. Du Sau. Du Sau. Du kannst nicht anders. Im eigenen Keller ist besser als die Fremden, die Schwellenländer, die Bittsteller. Deutsch, du kennst kein Glück. Du kennst kein Glück. Gott bewahre deine fetten Jahre, deine Angst, deine Missgunst und deinen Neid, deine enge Strenge und nicht zuletzt deine Hässlichkeit. Deutsch. Brief an die Deutschen, Berlin, 24.04.2021. Ich will mich nicht mit euch identifizieren, nicht mit eurem Fleiß, eurer Pünktlichkeit, eurer Zuverlässigkeit, eurem Erfolg. Eure Prinzipien von Disziplin und Leistung sind mir zuwider. Vor dem Hintergrund eurer Träume, die ihr euch mit eurem erknechteten Reichtum verwirklichen wollt, erscheint mir meine eigene Armut paradiesisch. Schuftet doch, bis ihr aus den Latschen kippt. Euer Festhalten und Behüten, euer Nicht-Teilen-Wollen, eure Angst, übervorteilt zu werden, hält euch gefangen. Euer bloody Gehorsam und euer Ducken vor Obrigkeiten macht euch zu Untertanen, zu Erfüllungsgehilfen. Ihr könnt euch untereinander und erst recht nicht andere in Ruhe lassen. Alle sollen so sein wie ihr. Ihr seid richtig. Ihr überzieht die Welt mit euren kranken Produkten, mit eurem stupiden Geld und verbreitet eure dumme, eindimensionale Denke bis in den letzten Winkel der Erde. Woher nehmt ihr eigentlich die Idee, dass irgendetwas okay ist an der Art, wie ihr seid, wie ihr lebt? Wie kommt ihr darauf? Ihr blickt zurück auf eine Geschichte von immerwährendem Krieg, von Mord.
Die deutsche Geschichte ist eine Geschichte von Mördern. Eine Geschichte von Mordsbefehlshabern und Mordanführern. Und Mordsausführern. Historisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit, als Deutscher ein Mörder zu sein, immens hoch. Selbst jetzt, wo ihr euch scheinbar und widerwillig aus allem raushaltet, überseht ihr die Welt mit eurer Dreckstechnologie, mit euren Drecksschleudern, euren Luxuskarossen, die alles auf dem Planeten sukzessive ermorden. Wie kommt ihr auf die Idee, vor euren Bildschirmen und Flachbildschirmen in euren mittelständischen Unternehmen für Agrartechnologie, dass irgendetwas an euch zivilisiert sei? Wo seid ihr, ihr Dichter? Die wenigen, die es gibt, werden mit gerümpfter Nase als Künstler verspottet und daran gemessen, was sie umsetzen. Auch die Kunst überzieht ihr mit eurer deutschen Engstirnigkeit. Ihr vermesst sie, kontrolliert sie, unterdrückt sie. Ihr zieht die Kunst in den Dreck. Just in dem Moment, in dem ihr euch in einer schwachen Sekunde herablasst, euch mit Kunst zu beschäftigen, zieht ihr sie in den Dreck. In euren deutschen Dreck. Ihr seid Kunstzerstörer. Ihr habt keinen Sinn für Schönheit, für Glück. Ihr könnt nichts außer arbeiten und kaufen. Ihr liebt eure Familien. Die Familie ist das Wichtigste für euch. Für die Familie tut ihr alles. Sie ist euer Zentrum. Ihr liebt eure Familien. Die Familie vegetiert dahin in Altersheim oder in Kitas, weil ihr lieber in geistlose Büros rennt, mit geistlosen Menschen geistlose Dinge besprecht und geistlose Gewinne für dicke, alte, geistlose Männer zusammenrafft, die euch in die Hand versprechen, dass es euch gut geht. Es gibt so viel dummen Reichtum. Natürlich seid ihr schuld. Natürlich würdet ihr sofort irgendeinem Faschisten hinterherrennen, wenn ihr euch einen Vorteil davon versprecht. Ihr wäret die Ersten. Mit eurer Angst vor Fremden, vor Fremdem, vor anderen Gerüchen, anderen Gefühlen, anderen Tempi, als eurem immer gleichen Gleichschritt-Trott. Ich kann nur auf eine neue Generation hoffen, die auf euch scheißt und einfach nicht mitmacht bei diesem Deutschsein, die euch einfach vergisst. Aber wie könnte man euch vergessen? Euer Deutschsein, das einem in jedem Moment und an jedem Ort aufs Auge gedrückt wird. Beim Gang in den Supermarkt, beim Versuch mit den Kumpels zu kicken oder nur ein Stromkastenbier zu trinken. Wie könnte man sie übersehen und überhören? Die gerollten Augen, die huschigen, passiv-aggressiven Kommentare und die dreisten Anfeindungen. Ihr glaubt wirklich, ihr seid etwas Besseres als ein afghanischer junger Mann, der 6000 Kilometer hierher geirrt ist und seine halbe Familie verloren hat in einem Krieg, der mit eurer verfickten Technologie unter eurer Obhut geführt wird? Ihr glaubt tatsächlich, ihr hättet irgendein Recht, hier oder sonst wo zu sein und dieser Schwellenländer nicht? Weil ihr in scheiß Nordrhein-Westfalen geboren seid? Deshalb? Oder weil ihr etwas geleistet habt? Was eigentlich? Euer Hochmut und diese Niedrigkeit machen mich krank. Was mich am meisten irritiert, ist der Umstand, dass ich hier bin. Wieder besseren Wissens immer noch hier bin. Wie ein Käfer auf dem Rücken bin ich hier, Teil dieses kranken Spiels. Ich füttere brav die Deutschsein-Maschine mit mir und aus mir. Ich bin der schlimmste Deutsche von allen, der verbissenste, der ehrgeizigste, nach Anerkennung und Erfolg gierendste Deutsche überhaupt.
ein Rechthaber vor dem Herrn, der auch insgeheim von Wohlstand und Sicherheit träumt. Während ich vorgebe, anders zu sein, bin ich spießiger, engstirniger und deutscher als der ganze Rest. Ich hoffe nur auf ein besseres Angebot, den höher dotierten Auftrag, die nächste Förderungsrunde und was sonst noch so drin ist für erbärmliche Cretins wie mich. Inkonsequent nach oben buckeln, nach unten treten, wie es sich für einen braven deutschen Soldaten geziemt. Könnte ich nur anders. In Verachtung, Patrick Wagner. Herzlich willkommen zu Wagner liest Wagner. Herzlich willkommen aus dem Schlaraffenland. Ich wünsche viel Freude mit der Geschichte, als wir Könige waren. Als wir Könige waren. Prolog. Eik, renn schon. Mach. Wir sprinten die 200 Meter zum Nachtbus. Als wir auf Höhe der Fahrradtür ankommen, sind wir nass geschwitzt und vollkommen außer Puste. Erleichtert, den Bus dank unserer betrunkenen Sprintanlage gerade so rechtzeitig erreicht zu haben, geben wir dem Fahrer hektisch Handzeichen, die Tür zu öffnen. Doch statt des beruhigenden Hydraulikzischens der Türöffnung hören wir, wie der graumelierte Herr in Uniform hinter dem Steuer den Gang einlegt. Er dreht den Kopf in unsere Richtung und gibt uns mit einer teils abfälligen, teils entschuldigenden Geste zu verstehen, dass es ihm unter keinen Umständen möglich ist, auch nur eine weitere Sekunde zu warten und uns in den Bus zu lassen. Als würden höhere Mächte über ihn wachen, die ihn mit dem Tod bestraften, würde er seinen nächtlichen Fahrplan auch nur um Sekunden nicht einhalten. Der Bus fährt unter Ächzen provozierend langsam an. Mein irischer Kumpel Ike und ich treten und schlagen mit voller Wucht gegen die blecherne Seite. Der Fahrer gibt Gas, zeigt ansonsten aber kein Interesse an unserer Randale. Er setzt seinen Weg ins nächtliche Grau unbeirrt fort. Der Bus ist komplett leer. Wir wären die einzigen Passagiere gewesen. Stattdessen stehen wir vornüber gebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, in der schwarzen, rußigen Wolke, die der Dieselmotor uns scheinbar höhnisch ins Gesicht spuckt. Es ist Mittwochnacht, 2.40 Uhr im Januar 91, im kältesten Winter seit den 20er Jahren. Mein erster Winter in Berlin, nachdem ich aus der pfälzischen Provinz in die Ostmetropole gezogen bin. Ein Winter, der es in sich hat. Seit Tagen hat sich das Thermometer nicht mehr über 20 Grad minus bewegt. Ein eisiger Ostwind bläst uns in die schwitzigen Gesichter. Wir stehen am verwaisten Alexanderplatz, starren in Richtung Karl-Marx-Allee, in dem Wissen, dass vor uns ein 45-minütiger Fußmarsch nach Friedrichshain in die Zellestraße liegt. Mit Hilfe und dank der Checker-Qualitäten eines Anarcho-Freundes meiner Schwester konnte ich ein komplettes Hinterhaus im ersten besetzten Haus Ostberlins für mich allein einnehmen. Wir kommen aus der Mittwochsbar in der Nähe vom Rosenthaler. Eine Bar, die, wie der Name schon sagt, nur mittwochs auf hat und natürlich keine Bar ist, sondern ein Hauseingang, spärlich mit einem Gasbläser beheizt und einem miesen Soundsystem beschallt. Die Drinks? Es gibt Wodka Tonic und Rum Cola für 2 Mark in Plastikbechern und Bier für 1,50. Sind wohl der Hauptgrund, warum Woche für Woche 200 bis 300 Leute sogar aus West-Berlin kommen, um zu einer wüsten Melange aus Techno, deutschem Schlager aus den 70ern und Indie-Hits komplett durchzudrehen. Wir hatten auf jeden Fall genug vom Gedränge, dem Geschnatter, den Drinks und dem Sound. Als wir aus dem Schuppen rausstolpern, hat sich eine 20 Meter lange Schlange gebildet, die mit Macht
von der Kälte getrieben, in Gegenrichtung drückt und Gefahr läuft, sich in den riesigen Filzdecken zu verheddern, die die Tanzwärme der Leute im Innern konservieren sollen. Wir sind froh, draußen zu sein und sollten uns sputen, um den Nachtbus am Alex noch zu kriegen. Ha, ha. Inzwischen ist unser Ärger über den verpassten Nachtbus verflogen. Nur Isaac flucht mit seinem irischen Akzent etwas von fucking Stalinist Ostler in sich rein. Er versucht ab und an vergeblich eine der Straßenlaternen auszutreten. Ich habe mich mit der Situation abgefunden. Bei der Kälte muss man mit seinen Energien haushalten. Wir trotten wortlos auf den schwarz vereisten Eisplatten, die der Ruß der Trabis und Wartburgs mit dem nicht geräumten und plattgetretenen Schnee gebildet hat. Obwohl das Eis pechschwarz ist, spiegelt es das gelbe Licht der DDR-Straßenbeleuchtung. Es wäre ein leichtes, auf Schlittschuhen nach Hause zu gehen. So kommen wir nur langsam voran, in stetem Kampf, unsere Körper auf den Eisschollen in Balance zu halten. Unser Alkoholpegel ist dabei wenig hilfreich. Die Karl-Marx-Allee ist menschenleer. Die Geschäfte, bis auf die Buchhandlung und das bulgarische Reisebüro, sind mit Brettern und Spanplatten unfachmännisch vernagelt. Es fällt schwer zu glauben, dass das hier die Prachtallee sein soll, auf der vor nicht allzu langer Zeit Erich Honecker mit seinen Staatsempfängen den Regierungschefs der Sowjetunion unter dem Jubel seiner getreuen Bürger die Fortschrittlichkeit der DDR vorgaukelte. Einzig die prachtvollen Kachelbauten zeugen von altem Ruhm und lassen erahnen, dass dies der begehrteste Wohnraum der Apparatschiks war. Der Heimweg. Um das bevorstehende Ereignis plausibel zu machen, möchte ich die Zeit nutzen, meinen Kumpel Isaac vorzustellen. Er ist nicht der Typ Freund, den man zum besten Freund erklärt oder überhaupt zum Freund. Er ist einer von denen, die irgendwann auftauchen und auch einfach wieder verschwinden. Und wenn sie überhaupt eine Spur hinterlassen, dann die der Verwüstung. Isaac war Mitte der 80er in meiner Heimat aufgekreuzt mit seiner drahtigen Figur, seiner hakigen Nase, seinem spitzigen, kantigen Gesicht. Er hing in Wörth und am Langenberg mit uns, den Hippies, Punks, Skater und was auch immer wir waren, rum. Es war schwer, etwas über seine irische Vergangenheit zu erfahren. Und wenn man ihn nach Dublin, der politischen Situation oder der IAA fragte, schmiss er uns nur ein paar Brocken hin. Genug, um sich interessant zu machen und eine Aura von Gefahr, Verruchtheit und Heldentum zu bilden. Doch zu wenig, um uns wirklich wissen zu lassen, was passiert ist und inwieweit er in Dinge verstrickt war oder ist, die ihn belasten konnten. Und die man eventuell nicht ganz so toll fände. Eine seiner Standardantworten war: I had to leave Ireland. Oder IRA, no comment. Wobei er dann kurz darauf hinterher schob: I will never go to jail again. Er war immer unter Spannung, hatte Blitzwache, funkelnde Augen und Bock drauf, dass was passiert. Ein wie Ike kann man in so einer Dorf-Punk-Clique gut gebrauchen. Und so genau nahmen wir das auch nicht mit seiner mutmaßlichen terroristischen Vergangenheit. Ike war okay. Es war klar, dass er mir jederzeit in meiner neuen Heimat Berlin willkommen wäre. Noch klarer war, dass die Wirren und Undefiniertheit dieser Zeit für ihn und uns ein perfekter Nährboden für Abenteuer und Spektakel sind. Was in wenigen Momenten allerdings in Sachen Super-Action, Charles Bronson, Clint Eastwood, Tarantino passieren sollte, würde meine kühnsten Erwartungen an Ikes Gewaltpotenzial und Bereitschaft übertreffen und den blutigen Auftakt der seltsamsten 24 Stunden meiner Adoleszenz bilden. Der Fußmarsch hat uns ausgenüchtert.
Wir waren inzwischen auf Höhe des Kosmos-Kinos, also kurz vor dem Frankfurter Tor, als uns in sicherer Entfernung auf der anderen Straßenseite ein Rudel Leute entgegenkam. Obwohl mich der Anarcho-Mitbewohner meiner Schwester bei meinem Einzug vor Friedrichshain und vor allem dem östlich dahinterliegenden Lichtenberg als Nazi-Hochburgen gewarnt hatte, spüre ich nicht mehr als ein leicht mulmiges Gefühl wegen der 8 bis 10 Leute, die da mitten in der Nacht auf uns zukommen. Isaac ist schon in Hab-8-Stellung und scheint die Gefahr oder je nachdem, wie man es betrachten will, die Action zu wittern. Und tatsächlich, kurz bevor das Rudel auf gleicher Höhe ist, werden ihre Silhouetten im Gegenlicht sichtbar. Ihre Bomberjacken, die engen Hosen über den dicken Stiefeln hochgekrempelt und ihre kahlgeschorenen Köpfe. Mein Herz schlägt bis zum Hals, noch mehr, als der augenscheinliche Anführer in unsere Richtung zeigt. Ich flüstere Isaac ins Ohr. Noch trennen uns 2 Doppelspurenstraßen und der jeweils breite Grünstreifen der Karl-Marx-Allee. Ike, sobald die sich in unsere Richtung bewegen, rennen wir los, okay? Ich habe meine gesamte Jugend wie ein bekloppter Sport getrieben. Für irgendwas muss das gut gewesen sein. Und Isaac hat eh die Figur einer Raubkatze. Doch er antwortet nicht auf meine Frage, sondern murmelt nur relativ laut: Fucking Nazi-Scum. Das habe ich kurz. Okay. Statt zügig weiterzugehen, bereit zur sofortigen Flucht, bleibt er zu meinem Entsetzen stehen, dreht sich in Richtung der Skinheads, formt seine Hände zu einem Trichter und brüllt aus vollem Hals die Worte, die ich mein gesamtes Leben nicht vergessen sollte. Hey, ihr Schwuris, ihr seht aus wie fucking Juden. Dann winkt er sie mit beiden Armen herbei und sagt in ruhigem Ton in meine Richtung: Jetzt geht's los, Patrick. Eigentlich möchte ich lossprinten, aber ich bin wie gelähmt. Und da Ike nicht die geringsten Anstalten macht, das Weite zu suchen, stehe ich wie ein Stein gemeißelt da. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Todesangst. Meine Wahrnehmung wird erneut unscharf. Vermutlich laufen Szenen vor meinem geistigen Auge, wie ich mit einem Messer im Bauch auf dem Boden wälze oder meine Beerdigung oder meine trauernde Mutter. Doch genau kann ich nicht sagen, was mir durch den Kopf geht. Vielleicht auch gar nichts. Ein Vakuum, das es mir unmöglich macht zu laufen oder mich zu verteidigen. Ohne jeden Zweifel wäre Rennen die beste Lösung gewesen. Denn wenige Sekunden später sind wir umkreist von 9 ausgewachsenen Skinheads in Kampfmontur, die keinen Zweifel an ihren Absichten lassen. Die wollen Blut sehen. Viel davon. Und zwar unseres. Ich hoffe, dass an dieser Stelle, wie man es so liest, irgendeine Art Überlebensinstinkt oder Superkräfte einsetzen möge oder mir irgendein cooler Trick anfällt, der uns aus der Situation katapultiert. Stattdessen bin ich erstarrt, um ehrlich zu sein. Möchte ich mich auf den Boden werfen und so etwas wie "Es tut mir leid" zu winseln. Anders Isaac. Er stellt in Seelenruhe sein Wegbier auf den Boden, richtet sich auf und beginnt ein leichtes, wippelndes Tänzeln. Dabei wiederholt er mit irischem Akzent das wundervolle Intro, das uns in diese ausweglose Situation gebracht hat. Na, ihr Schwulis, ihr seht aus wie Juden. Er lächelt höhnisch und sein Blick verrät nicht das geringste Maß an Angst. Mir wird schlecht. Ich spüre, wie mir galliger Geschmack in den Mund schießt. Ich zittere in einer Art Schüttelfrost. Meine Beine sind schwach und ich habe Mühe, mich aufrecht zu halten. Auch die Nazi-Bande verfällt in Schockstarre. Keiner rührt sich, keine Reaktion. Als stünde die Zeit still. Alle, bis auf den freudig tänzelnden Isaac, verharren in Apathie. Der macht einen kurzen Schritt auf den Redelsführer zu, packt ihn am Graben seiner Bomberjacke und stößt ihn mit chirurgischer Präzision und größtmöglicher Wucht
in einer trockenen Bewegung die Stirn in die Nase. Das Brechen seines Riechkolbens hallt zwischen den Häusern. Der Neonazi sackt im wahrsten Sinne des Wortes in sich zusammen. Sein Blut läuft, nein, spritzt aus der Nase. Er ist sofort bewusstlos. Das andere braune Gesock macht instinktiv einen Schritt nach hinten. Isaac nutzt den Rückstoß seiner Attacke für einen schnellen Schritt nach hinten, hebt dabei seine leere Bierflasche auf, während einer der Nazis mit gezücktem Klappmesser von der Seite auf ihn zustürmt. Doch viel zu langsam und ungestüm, als würde Isaac nur den Bauch einziehen, weicht er dem plumpen Angreifer seitlich aus, zieht ihm in einer trockenen Bewegung die Flasche über den Kopf. Es macht ein stumpfes Boing. Die Flasche bleibt, anders als im Film, heil, der Kopf des Angreifers nicht. Auch dieser fällt wie ein halbleerer Sack Mehl in sich zusammen. Als wäre eine kleine Atombombe in ihrer Mitte detoniert, stoben die anderen 7 Glatzköpfe auseinander und rennen wie von einer Druckwelle durchgerüttelt in alle Himmelsrichtungen davon. 2 von ihnen sind so aufgebracht, dass sie auf ihrer Flucht stolpern, hinfallen und Mühe haben, wieder hochzukommen. Isaac, sichtlich und zu Recht stolz auf seine angerichtete Verwüstung, vergewissert sich, dass seinen beiden Opfern nichts Lebensgefährliches passiert ist. Beide regen sich zum Glück noch und kommentiert die Szene dann in ruhigem Ton. Das ist die einzige Sprache, die diese Nazi-Schweine verstehen. Die ganze Szenerie hat sich gerade mal in 15 Sekunden abgespielt. Wir drehen ihr den Rücken zu und marschieren weiter, als sei nichts geschehen. Ich will schnellstmöglich nach Hause meine Hose wechseln. Unbemerkt habe ich ein wenig eingepullert. Ike sieht den Fleck und macht sich ein klein wenig lustig drüber, was für eine großartige Hilfe ich während des Falls gewesen sei. Räumt dann aber großmütig ein, dass Violence echt krass ist für jemand, der das nicht kennt. Da musst du cool bleiben. Aber das gerade eben, das ist nichts gewesen. Das waren nur Kinder. Mir hat's gereicht. Ich will heim. Isaac zieht noch weiter. Er will eine Kneipe aufräumen, die den Ruf hat, deutschtümelnd zu sein. Zumindest hängt da eine Deutschlandfahne am Eingang. Er versucht mich zu überzeugen, doch mitzukommen. Come on, ich bin gut drauf. Man muss was machen gegen die Schweine, verstehst du, Patrick? Aber mir reicht's für heute Nacht. Das letzte Mal, dass ich mich geprügelt habe, da war ich 13 und das war im Vergleich zu Isaacs Superstunt Ringelpiez mit anfassen. Nee, da hat er schon recht. Wenn man sich mit Gewalt nicht auskennt, sollte man sich so weit wie möglich davon fernhalten. Ich sehe mich in meiner nahen Zukunft auch wirklich nicht als Patrick der Nazi-Jäger. Ich bedanke mich bei meinem Lebensretter und biege in Richtung Berserin-Platz ab. Ike, immer noch in einer Art Blutrausch, verschwindet mit federndem, bestgelauten Schritt in Richtung Simon Dachkiez. Später wird er mir von 2 Bars berichten, die er komplett aufgemischt haben soll. Ob wirklich Nazis drin waren, kann er nicht so mit Sicherheit sagen. Aber klar war, dass das alles eine rechte Scheiße sei, die man an den Wurzeln bekämpfen müsse. Und die Bullenschweine würden auch nie was machen gegen die Nazis. Und er sei genau der richtige Typ, um den Typen zu zeigen, dass hier nicht fucking 1933 ist. Nach dem, was ich gerade gesehen habe, glaube ich ihm jedes Wort. Danke fürs Zuhören. Der Mensch ist nach der biologischen Systematik einer Art der Gattung Homo, die zur Familie der Menschenaffen, zur Ordnung der Primaten und damit zu den höheren Lebewesen gehört. Guter Junge, böser Junge. Selbstinstruktion. Was für eine Mammutaufgabe, das gesamte Leben in einem Text abbilden. Nicht nur mein eigenes, das Leben aller. Meistens
Es muss für alle gelten, zumindest für die Menschen in meinem Kulturkreis. Ich kann mir nicht anmaßen, das Leben indigener Völker abbilden zu können. Aber die westliche Zivilisation kriege ich schon in ein paar Zeilen gedroschen. Wie muss dieser Text sein? Ich darf nicht ins Erzählen kommen, sonst bleibe ich bei mir hängen. Ich brauche die kleinsten gemeinsamen Nenner. Nicht erzählt, sondern aufgezählt. Ja, eine Aufzählung ist gut. Strenge und Struktur ist das, was uns verbindet. Und Sprache, Grammatik, Logik. Der immer genau nächste Gedanke in einem strengen Konzept. Weiterdenken, zu Ende denken, die Spirale immer weiter drehen. Das Leben ist Wahnsinn. Jeder einzelne Teilaspekt des Lebens ist stumpfsinnig und wahnsinnig. Schon beim Schreiben möchte ich diesen Wahnsinn spüren. Endlose, stupide Aneinanderreihung in stupidester Form und stupidester Grammatik. Die Strenge hält alles zusammen und verkörpert den Wahnsinn zugleich. Bin ich ehrlich zu mir, muss ich konstatieren, so ist mein Leben. Nicht mehr und nicht weniger als eine Aufzählung und Aneinanderreihung trivialer Tätigkeiten oder trivialer Ereignisse. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Existenzen sind marginal und alles dreht sich um den gleichen Quatsch. Genau. Man sollte unbedingt spüren, dass das alles Quatsch ist und dass die ganze Zeit nichts passiert. Es darf aber auf keinen Fall klamaukig sein oder witzig. Witzig? Ist da nämlich auch nichts dran am Leben. Humor ist mir ein Gräuel. Vielleicht kann man schmunzeln, wenn man den Text liest und das Lied hört. So wie man über einen Autisten schmunzelt, wenn er über einen Zahlendreher durchdreht oder zwanghaft Gegenstände ordnet. Da zeigt man auch nicht mit dem Finger drauf und lacht lautlos. Der Text über das Leben aller kann nicht moralisierend sein. Es gibt keine Moral, das weiß jeder. Ich allerdings neige dazu, die Dinge aus einer moralisch selbst überhöhten Position zu betrachten. Und dann schreie ich auch noch rum und bin selbst mitleidig. Furchtbar das. Das macht aber auch der ganze Krach in der Musik. Da ist es schwierig, nüchtern, kühl und formal streng zu bleiben. Ich muss mich diesmal zusammenreißen und ganz kalt das ganze Leben runtererzählen. Immer an das Gesamtwerk denken und nicht daran, dass man fühlt und über den Quatsch entrüstet ist. Immer das Leben als solches im Blick behalten. Es ist einfach, kühl und langweilig. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Jetzt kommt der Text. Guter Junge, böser Junge. Ich bin ein guter Junge, du bist ein guter Junge, wir sind gute Jungs, das ist gut. Ich bin ein gutes Mädchen, du bist ein gutes Mädchen, wir sind gute Mädchen, das ist gut. Ich bin ein böser Junge, du bist ein böser Junge, wir sind böse Jungs, das ist böse. Ich bin ein böses Mädchen, du bist ein böses Mädchen, wir sind böse Mädchen, das ist böse. Ich bin ein rechtschaffener Mann, du bist ein rechtschaffener Mann, wir sind rechtschaffene Männer, das ist rechtschaffen. Ich bin eine rechtschaffene Frau, du bist eine rechtschaffene Frau, wir sind rechtschaffene Frauen, das ist rechtschaffen. Ich bin ein verkommener Mann, du bist ein verkommener Mann, wir sind verkommene Männer, das ist verkommen. Du bist eine verkommene Frau, ich bin eine verkommene Frau, wir sind verkommene Frauen, das ist verkommen. Ich lebe, du lebst, wir leben,
das ist Leben. Ich lebe das gute Leben. Du lebst das gute Leben. Wir leben das gute Leben. Das ist das gute Leben. Ich arbeite, du arbeitest, wir arbeiten, das ist Arbeit. Ich habe gute Arbeit, du hast gute Arbeit, wir haben gute Arbeit, das ist gute Arbeit. Ich spiele, du spielst, wir spielen, das ist Spiel. Ich bin langweilig, du bist langweilig, wir sind langweilig. Das ist Langeweile. Ich habe Sex. Du hast Sex. Wir haben Sex. Das ist Sex. Ich esse. Du isst. Wir essen. Das ist Essen. Ich zahle. Du zahlst. Wir zahlen. Das ist Bezahlung. Ich möchte nicht sterben. Du möchtest nicht sterben. Wir möchten nicht sterben. Das ist Angst vor dem Tod. Ich bin ein guter Junge. Du bist ein guter Junge. Wir sind gute Jungs. Das ist gut. Willkommen zu Wagner liest Wagner. Im 18. Jahrhundert benutzte man im Französischen die Idee der Zivilisation als Gegensatz zum Begriff der Barbarei. Patrick Wagner wird diese vermeintliche Dichotomie nun mit der Geschichte Tier auf den Prüfstand stellen. Danke, Martin. Tier, der Kälte entfliehen, gen Süden ziehen. Tier, Winterschlafen, den Winter schlafen. Tier, an Bäume klopfen, Mäuler stopfen. Tier, der Königin dienen, meiner Königin dienen. Tier, wieder und wieder auf allen Vieren. Tier, besteigen und penetrieren. Tier, mein Samen verschleudern ins Schlieren. Tier, die Beute jagen, an sein Fleisch mich laben. Tier, ein Tunnel mir graben, mein Tunnel mir graben. Tier, Wissen ohne Denken, Schritte ohne Lenken. Tier, Wissen ohne Denken, Schritte ohne Lenken. Tier, irgendwann strulle ich dich an, Tier. Da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Über Tier. Ein Freund sagt, nenne irgendeinen nicht abstrakten Begriff und google, ob es davon eine pornografische Variante gibt. Ich so, Flugsaurier. Tastaturgeklapper. Er, oh mein Gott. Gestern konnte ich beobachten, wie am U-Bahnhof Rathaus Neukölln ein Obdachloser starb. Er hatte handgroße, offene und vereiterte Wunden an den Millionen dick geschwollenen Beinen. Er erhoffte sich wohl, durch den Anblick Mitleid und Geld zu erhaschen. Sein Gestank war unerträglich, so dass die zahlreichen Passanten einen weiten Bogen um ihn machten. Sein Beutel blieb leer. Ich sprach den Wachschutz darauf an und erntete
Schulterzucken. Ich machte Fotos vom Sterbenden und Wachschutz und erntete auf Facebook Zustimmung und Empörung. Natur in den Mund zu nehmen, ist ein Widerspruch in sich. In jenem Moment, als vor Urzeiten unser Großhirn unseren Kiefer verdrängte, hat der Mensch jedes Recht verwirkt, sich selbst in ein anderes Verhältnis zur Natur zu rücken, außer in das des Naturvernichters. Nicht, weil er seine Umwelt systematisch zerstört und seine Ressourcen vernichtet, das sind nur Begleiterscheinungen, sondern weil er seine ureigene Bestimmung pervertiert und vernichtet. Ich wünsche mir, befeuert von Markt, Werbung und Moral, im Einklang mit der Natur zu leben. Meine kranke Vorstellung verführt mich zu ausgedehnten Feierabendspaziergängen mit einem Hund über Wiesen und Feldern und endet bei digitaler Entgiftung mit Meditation am Strand von Kopayam, wo ich zu spüren glaube, mit der Welt verbunden zu sein. Allein ein Hund ist nicht natürlich, ein Feld und eine Wiese sind nicht natürlich, der Strand nicht, die Reise dorthin nicht, die Menschen dort nicht, meine Gedanken nicht, ich nicht. Nichts davon ist natürlich. Alles daran ist pervers. Stattdessen weiß ich, dass es der wahren menschlichen Natur in einer pervertierten Umgebung eher entspricht, sich bei McDonald's in Fladen gepresstes Fett und Pisse einzuverleiben und sich in namenlosen chinesischen Megacities von einem She-Male mit riesigen und schlecht gemachten Silikontitten in den Allerwertesten ficken zu lassen, als sich als Yoga-Lehrer mit ausgewogenem Ernährungsplan vermarktet über www.imeinklang.de zu verdingen. Zivilisation hat den Menschen nicht entwickelt, sondern entmenscht. Der Urschrei, der tief verwurzelte Impuls von Vermehrung, Ernährung und Überleben bahnt sich in der Zivilisation seinen Weg durch Gewalt und Perversion. Das ist nicht schön, aber folgerichtig. Herzlich willkommen zu Wagner liest Wagner. Heute mit Stumpfer werden. Einer Ode an die intellektuelle wie emotionale Verkümmerung, den Kleingeist und alles Piefige und Normierte in der Welt. Entnommen aus dem Buch Paradies Gewalt. Stumpfer werden. Halt still, halt dich zurück. Verbergen, alles verbergen. Du musst alles verbergen. Du musst stumpfer werden. Du musst dich verstecken, verkriechen. Du musst dicht machen, dass nichts zu dir, nichts aus dir dringt. Verharre, bis die Zeit verrinnt. Du musst stumpfer werden. Du musst dich abtöten, vollständig abtöten. Hüll dich aus, mach dich stumm und taub. Du musst stumpfer werden. Stumpfer werden.
über stumpfer werden. Ich war seit fast 2 Jahren ohne richtigen Job. Meine Freunde und Din hielten mich finanziell über Wasser. Mir war es unmöglich, von einem zuständigen Amt Hilfe zu fordern. Zu dieser Zeit arbeitete ich, sehr schlecht bezahlt, 4 bis 5 Tage die Woche als Kinderfußballtrainer bei diversen Vereinen und Schulen. Ich genoss einen durchaus guten Ruf als Trainer und als jemand, der einen Draht zu den Kindern hatte. Ich wurde unter der Hand als so etwas wie der Kinderflüsterer gehandelt, als jemand, der es schafft, auch unsportliche, unmotivierte oder auch Problemkinder für das Spiel und die Gruppe zu begeistern. Das Geheimnis im Umgang mit den Kindern liegt natürlich darin, die Kinder zu sehen als das, was sie sind. Kinder. Das fällt mir leicht, da ich selbst eines bin. Ich liebte diesen Job. Die Zuneigung der Kids, die Energie, die sie forderten und gaben. Ich verdiente weniger als 400 Euro im Monat. Die Situation war schwierig. Ich hatte seit 6 Monaten meine Miete nicht bezahlt und meine Krankenversicherung verloren. Alles war mir schrecklich peinlich. Es musste etwas geschehen. Ich bewarb mich als Aushilfserzieher in einer Kita in Lichtenberg. Sie suchten männliche Hilfe, auch ohne entsprechende Ausbildung. Ich erzählte der durchaus aufgeschlossenen Kita-Leitung von meinen Erfahrungen mit Kindern beim Fußball und über meine Arbeit in den Brennpunktschulen in Moabit und Neukölln, in denen ich schon tätig war. Sie schien begeistert von meinem Engagement und ließ mich einen Tag probearbeiten. Die Kita war, wie man in Berlin schnell sagt, etwas ostig. Wenig Grün, wenig Platz und von Erzieherinnen betreut, deren Hauptaugenmerk auf Kaffee, ihren seltsam bunt gecheckten Hausfrauen-Punk-Frisuren und Wangenpiercings lag. Die Kids waren alright. Die sind immer alright, bevor sie in die Schule kommen. Ich verbrachte einen super Tag mit ihnen. Tatsächlich half mir meine Erfahrung vom Kinderfußball sehr, mit ihnen umzugehen. Es tat mir und den kleinen Flitzern gut, zusammen abzuhängen. Die anderen Erzieherinnen beäugten mich mit einer Mischung aus Skepsis und Wohlwollen, ohne viel Kontakt mit mir aufnehmen zu wollen. Abends wurde mir wirklich von allen Kindern gefragt, ob ich morgen wiederkäme. Ich war mir sehr sicher, dass ich den Job bekäme. Patrick, der Kinderflüsterer. Ich war euphorisch. Am nächsten Montag rief mich wie besprochen die Leitung der Kita an. Sie erzählte mir, dass sie super Feedback, vor allem seitens der Eltern, über mich bekommen hätte und dass viele Kinder nach dem lustigen Mr. Snape, ich hatte damals längere Haare, gefragt hätten. Mit stolz geschwellter Brust erzählte ich ihr von meinen Ideen bezüglich Erziehung, respektive Nichterziehung, von meinen Erfahrungen mit sogenannten Problemkindern, die in erster Linie Bestätigung bräuchten statt Stigmatisierung. Ich redete mich gerade in eine euphorische Rage, als mich die Leiterin mitten im Satz unterbrach und meinte, sie könne mir den Job nicht geben. Ich sei nur als Aushilfskraft geplant und es sei schwierig für die Kinder, wenn die Aushilfskraft viel beliebter sei als die eigentlichen Erzieherinnen. Als sie meine Fassungslosigkeit spürte, gab sie mir einen Tipp. Das nächste Mal mehr mit den Erzieherinnen Kaffee zu trinken. Die Belegschaft hatte sich ausnahmslos gegen mich als Mitarbeiter ausgesprochen. Da seien ja jetzt wirklich die Hände gebunden. Halt dich zurück! Verbergen!
musst alles verbergen. 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 Du musst schon verbergen. Paradies. Das ist mein, nur mein Paradies. Das ist mein Refugium, meine eigene Manege. Ich bin Quelle, ich bin Ursprung. Ich bin irre, nie dagewesen, hysterisch. Tut bloß nicht so, als fehlte ich. Sie kommen. Ich werde abgeholt, eingewiesen, zur eigenen Sicherheit, in Verwahrung genommen. Die Tür verriegelt. Mein Körper wird fixiert. Mein Bewusstsein wegsediert. Ich bin irre, nie dagewesen, hysterisch. Tut bloß nicht so, als fehlte ich. Das ist mein, nur mein Paradies. Das ist mein Verzicht, mein Ende, mein Nichts. Über Paradies. Fast alle Menschen um mich herum kommen mir verrückt vor. Psychologen sagen, das sei ein klares Anzeichen für einen gestörten Geist. Nun gut, dann muss ich das so hinnehmen. Das Paradoxe daran ist, stecke ich die Volkswagenbauer und BlackRock-Aktionäre, die Google-Gründer, Gymnasiallehrer und Sportdirektoren in eine Kiste, auf der Irre steht, geht es mir besser. Sie widern mich an, ihre Ziele, ihre Beweggründe und ihre willkürliche Macht widern mich an. Mich widert die Enge und Armut an, die sie produzieren. Es ist nichts Normales, nichts Menschliches an ihnen. Wann immer ich auf diese fast alle Menschen treffe, sind nicht sie, sondern bin ich der Verrückte. Ich bin der, der falsch ist. Ich bin der, der in gleichem Maße belächelt, ausgelacht, ignoriert oder gefürchtet wird. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Seit Jahren weiche ich ihnen aus, halte ich sie fern von mir und mich da raus. Ich ziehe mich zurück in meinen Wahnsinn, in meinen Krach. Im Krach scheine ich zu dürfen. Der Krach bewahrt mich vor der letzten Konsequenz meines Denkens. Der Krach bewahrt mich vor meiner vollständigen Isolation. In meinem Krach darf ich außerhalb stehen, bin ich frei, das Unaussprechliche sagen und mich in verbotene Zonen begeben. Ich darf mich fallen lassen, darf Gefahr für mich und andere sein. Darf sogar so weit fallen, bis ich weggesperrt werde. Das ist mein Happy Place und Paradies. Beängstigend und beängstigend nah an der Hölle.